Ja, ihr Lieben, es läuft ein bisschen müde an hier auf der Mahnwache und darum legen wir jetzt das 1, 2 oder 3 Quiz ein bisschen vor. Ich starte jetzt schon mal die Titelmelodie und dann bauen wir hier ein bisschen um und dann spielen wir das Quiz, würde ich sagen. Heute ist das Thema Grundgesetz, also wer Ahnung vom Grundgesetz hat oder von Jura, der soll bitte herkommen. Der kann mit auf den Feldern hopsen, daran können sich dann die Leute orientieren, die nicht so gut Bescheid wissen. Und genau, ich habe sehr schwere Fragen mitgebracht, aber das werdet ihr ja gleich hören. Also 1, 2 oder 3, es geht gleich los. Zwei oder drei. Das spannende Ratespiel für Kinder bringt heute allerhand von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort. Etwas übertrieben Gezeichnetes, etwas recht laut Gesungenes. Ein Material, auf dem Geschriebenes sich besonders lange hält. Und noch allerlei von dir zu mir, von uns zu euch. Und wir, was wären wir ohne unseren Michael Schanze? Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Ja. Noch besser Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Willst du bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Ja. Noch besser Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Wie warm ist eine Tannenschonung, oder eine Indianerwohnung, oder ist ein Hühnerstall? Wer es weiß, bekommt einen Ball. Boxhandschuhe sind aus Leder. Macht man sie aus einer Feder oder sind sie aus Metall? Wer es weiß, bekommt einen Ball. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Ja. Noch besser Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleib ich dabei. Eins, zwei oder vielleicht drei. Hoppala! Ja, ihr Lieben, jetzt startet das Quiz 1, 2 oder 3 und wir hatten ja letzte Woche einen Testdurchlauf und dann haben wir uns entschieden, doch lieber die Felder hier vorne auf die Straße zu malen, damit auch das Publikum, hier die Passanten ein bisschen mitraten können und ein bisschen mit Spaß haben, was wir hier tun. Und ich lege gleich mal los mit der ersten Frage. Also, denkt man an kuriose Gesetze, fallen einem zumeist die USA ein, doch auch in Deutschland gibt es ein paar kuriose Gesetze. Welches dieser drei Gesetze gibt es wirklich? Ist es eins, in Berlin ist es nicht erlaubt, nach 24 Uhr einem Taxi zu winken? Ist es zwei, auf Helgoland ist es verboten, mit dem Fahrrad zu fahren? Oder ist es drei, in Bayern ist es verboten, im Bierzelt zu singen? Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, dann ist es vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht aufgeht. Ja, in Helgoland ist verboten, Fahrrad zu fahren. Hier sind die Helgoland-Experten. So, kommen wir langsam zum Grundgesetz, nachdem wir erstmal locker eingestiegen sind. Die USA, Großbritannien, Frankreich und die drei Benelux-Länder trafen sich vom 23. Februar bis zum 2. Juni 1948 zur Sechs-Mächte-Konferenz. Diese enthielt den Auftrag an die drei westlichen Militärgouverneure in Deutschland, die Ministerpräsidenten der 11 westdeutschen Bundesländer zu ermächtigen, eine neue verfassungsgebende Versammlung zu gründen, einzuberufen. Was wurde auf der Sechs-Mächte-Konferenz von 48 verabschiedet? Die Londoner Empfehlung Nummer 1, Nummer 2, der Washingtoner Ratschlag, oder war es 3, die Pariser Aufforderung? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, es war die Londoner Empfehlung, die Sechs-Mächte-Konferenz. Genau, alle auf eins, bitte.
genau, das war die Empfehlung, die ausgesprochen wurde von den sechs Mächten, dass ein parlamentarischer Rat gegründet wird. Und da kommen wir nämlich gleich auch zur nächsten Frage. Der Parlamentarische Rat war eine gewählte Versammlung, die von vom September 48 bis Mai 49 in Bonn tagte und das Grundgesetz ausarbeitete. Wer wählte den Parlamentarischen Rat? War es 1. die Westalliierten? War es 2. die westdeutschen Landesparlamente? Oder war es 3. das westdeutsche Volk? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Oh, jetzt habe ich die Antwort selber verschlagen. Ja, es waren tatsächlich die westdeutschen Länderparlamente. Man hört ja so manchmal, dass die Alliierten das vorgeschlagen haben, aber die haben nur vorgeschlagen, dass dieses Grundgesetz auch zustande kommt. Das Grundgesetz hat viele Väter, aber wie viele Mütter hat es? Hat es 1, 4 Mütter? Hat es 2, 8 Mütter? Oder hat es 3, 0 Mütter? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Ja, wer 4 Mütter getippt hat, der hatte richtig, wir haben keinen Sieger. Es waren tatsächlich 4 Frauen dabei. Das war einmal Friederike Nadig von der SPD, Helene Weber von der CDU, Helene Wessel von der Zentrumspartei und Elisabeth Selbert von der SPD. Ja, tatsächlich, 4 Mütter hat das Grundgesetz. Ja, warum arbeitete der Parlamentarische Rat ein Grundgesetz und keine Verfassung aus? 1, weil die Westalliierten dies nicht erlaubten. 2, weil das Grundgesetz provisorisch gelten sollte. Oder 3, weil sich auch sprachlich von der Weimarer Verfassung distanziert werden wollte. Ja, 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Genau, es sollte provisorisch erstmal sein. Und das Ganze hat sich der Bürgermeister von Hamburg, Max Brauer, der Erfinder der gleichnamigen Straße, nein, die Straße ist natürlich nach ihm benannt, der hat sich das ausgedacht, weil man die Ost-West-Konflikte nicht verschärfen und vertiefen wollte. Und ich wollte, dass durch ein endgültiges Grundgesetz, da noch weiter die Spaltung vertieft wird zwischen Ost- und Westdeutschland. Dem Grundgesetz mussten auch die 11 westdeutschen Länderparlamente zustimmen. Ein Land allerdings hat nicht zugestimmt. Welches? War es 1? Okay, dem Grundgesetz mussten auch die 11 westdeutschen Länderparlamente zustimmen. Ein Land allerdings stimmte nicht zu. Welches ist das? 1. Hamburg, 2. Bayern oder 3. Hessen. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp. Ja, Sie können gerne mithoppen, dann ist es vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, ob das Licht angeht. Ja, Bayern war richtig, Nummer 2. Ja, du stehst leider auf der 3. Okay, wenn das mit den Gewinnen gleich geklärt ist, oder sehe ich schon die ersten Gummibärchen-Tüten aufgerissen auf dem Boden? Na gut. Was feierte das Bundesverfassungsgericht 2011? Feierte es seine 100.000. Entscheidung? Feierte es 2 seinen 60-jährigen Geburtstag? Oder feierte es 3 den Amtsantritt seiner ersten Präsidentin? Also, 1, 100.000. Entscheidung, 2, 60-jähriger Geburtstag oder 3, erste Frau. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp, und noch einen Hopp, einfach aufs Feld springen bitte. Dann bleibt es dabei.
bei richtig. Genau, die richtige Antwort ist sein 60-jähriges Bestehen. Das war 52, also von 1951 bis 2011 sind 60 Jahre. 51, das sind 2 Jahre nach dem Grundgesetz ist das Verfassungsgericht entstanden. Also wir haben das Grundgesetz 2 Jahre gehabt, aber kein Verfassungsgericht dazu. Okay, kommen wir weiter. Was ist unter Gewaltenteilung zu verstehen? Jetzt wieder eine schwierige Frage. Was ist unter Gewaltenteilung zu verstehen? 1. Ausführende, gesetzgeberische und richterliche Gewalt sind getrennt. 2. Ausführende, gesetzgeberische und richterliche Organe teilen sich die Gewalt. 3. Mehrere Gesetzgeber, nochmal, 3, mehrere Gesetzgeber üben zu gleichen Teilen Gewalt aus. Ich wiederhole nochmal. 1, sie sind getrennt. 2, die Organe teilen sich die Gewalt. Oder 3, mehrere Gesetzgeber üben zu gleichen Teilen Gewalt aus. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Und noch einen Hopp, dann ist, nee, bleibt es da. Ja, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist natürlich, die Organe teilen sich die Gewalt. 2 wäre richtig gewesen, da gibt es eine Gummitütenbären. Da gibt es eine mehr? Nee, das nicht. So, kommen wir zur Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit gilt nicht nur die künstlerische Betätigung, sondern auch die Darbietung und die Verbreitung eines Kunstwerks. Wie nannte man diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatzurteil der Kunstfreiheit? War es 1, die Mephisto-Entscheidung? War es 2, die Gretchen-Entscheidung? Oder war es 3, die Faust-Entscheidung? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Und wir haben wieder keinen Gewinner. Es war tatsächlich die Mephisto-Entscheidung. 1971 definierte das Bundesverfassungsgericht erstmals den Begriff Kunst aus verfassungsrechtlicher Sicht und stellte klar, dass auch die nach dem Grundgesetz vorbehaltlos gewährleistete Freiheit der Kunst Schranken unterliegen, nämlich solche, die andere Grundrechte natürlich betreffen. Genau. Gut, wir bleiben noch einmal bei der Kunstfreiheit und beim Bundesverfassungsgericht. Um welchen Roman ging es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1990, in der klargestellt wurde, dass sich Pornografie und Kunst nicht ausschließen? War es 1, der Roman Feuchtgebiete? War es 2, der Roman Josephine Mutzenbacher? Oder war es 3, Salz auf unser Haut? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Und noch einen Hopp, dann ist es vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Josephine Mutzenbacher ist es natürlich gewesen. Viele Leute werden sich jetzt ein bisschen wundern, das ist Nummer 2. Der Roman, wer ihn kennt, weiß ja, dass der von 1906 ist. Und warum wurde denn da, der auf die Liste für jugendgefährdende Schriften gesetzt? Das wurde ja tatsächlich 1982. Und dann hat der Verlag, der dieses Buch nochmal rausbringen wollte, dagegen geklagt und hat 1990 Recht bekommen. Und das trägt auch im Untertitel die Geschichte einer Wiener Dirne von ihr selbst erzählt und da werden auch sexuelle Handlungen beschrieben und das fand man bis 1990 noch pornografisch. Heutzutage gehört es zur Kunstfreiheit. Und es durfte verlegt werden. Genau, Feuchtgebiete kamen viel später und Salz auf unsere Haut, naja, das war auch nur ein mieser Scherz von mir. So, kommen wir zum nächsten Thema. Was bedeutet Postulationsfähigkeit? Was bedeutet Postulationsfähigkeit? Ist es 1, die Fähigkeit, wirksam Prozesshandlungen vornehmen zu können? Ist es 2, die Fähigkeit, sich auf ein Grundrecht berufen zu können? Oder ist es 3, ein anderes Wort für prozessfähig sein? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Und noch einen Hopp. Dann bleibt es
dabei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Eins ist richtig, die Fähigkeit, wirksam Prozesshandlung vorzunehmen. Das ist Postulationsfähigkeit. Ne? So, und wieder eine schwierige Frage, aber wir haben natürlich auch viele Experten und viele Kenner hier. Nach welchem Artikel des Grundgesetzes erfolgte der Beitritt der DDR zur BRD? War es Artikel... Achso, nochmal. 1. War es Artikel 23? 2. War es Artikel 146? Oder 3. War es Artikel 1? 1, 2 oder 3? Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, flop, das heißt Stopp. Und noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Ah, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Eins ist richtig, es ist Artikel 23. Mit dem ersten Artikel habe ich euch so ein bisschen aufs Glatteis geführt, das wäre die Nummer 3 gewesen. Das ist die Würde ist unantastbar. Damit konnte man die DDR schlecht integrieren. Aber es gab zwei Artikel. Der eine ist der Artikel 23, der die, wie heißt denn das bloß? Die Gültigkeit des Raumes, ne? Wie nennt man das? Genau, das Staatsgebiet, sozusagen, oder den Geltungsbereich heißt das, das wollte ich sagen, der den Geltungsbereich festlegt. Und darum wurden die DDR-Bundesländer erstmal geschaffen und um diese erweitert. Man hätte ja auch Artikel 146 nehmen können, dann hätten wir nämlich eine neue Verfassung gekriegt. Da gibt es ja viele Leute, die sowas fordern hier bei uns auf der Mahnwache. Das hat man aber damals nicht gemacht, man hat die DDR einfach nur integriert. So, ihr Lieben, das waren meine 12 Fragen. Das ging ja schnell vorbei. Grundgesetz, ich hoffe, die waren nicht zu schwer. Ich denke mir nächstes Mal was anderes aus zum anderen Thema. Ich dachte, wir machen nächstes Mal NSU. Das ist doch vielleicht auch ganz spannend. Achso, genau, okay. Wer hat denn 10 Fragen richtig beantwortet? Oh, oder ich frage nochmal vorher. Hat jemand alle 12 Fragen richtig beantwortet? Nein, zweimal ging ja. Achso, ja, zweimal nicht. Also 10 ist das Höchste. Hat jemand 10 Gummibärchen-Pakete dabei? Hat jemand 9? Hat jemand 8? Hat jemand 7? Oha. 6? Wie viele Leute haben 6? Oha, das war echt ein bisschen schwer, ne? Alle durchgefallen bei der Prüfung. Ach, ihr habt sie alle aufgegessen. Na, dann ist ja kein Wunder, dass keiner gewonnen hat. Okay, ihr habt euch alle gleichmäßig den ersten Platz erspielt, würde ich sagen. Alle haben gleich wenig Gummibärchen. Keine Gummibärchen mehr. Okay, dann behalten wir die Gummibärchen jetzt zum Schluss und benutzen sie einfach nächsten Montag nochmal, wenn es wieder heißt 1, 2 oder 3. Und dann würde ich sagen, machen wir ein neues Thema. Welches genau, kann ich noch nicht versprechen. Ich hätte Lust auf NSU, aber ist vielleicht auch nicht was für jeden. Okay. Dann machen wir das Mikrofon wieder auf. Gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton. Jeder darf hier sprechen, der sich an die wenigen Grundregeln halten kann. Und 6 Minuten Rederahmen. Genau. Vielen Dank und seid dabei. Wir sind noch ein bisschen hier. Das Mikrofon bleibt offen, ist frei.